Hallo und herzlich willkommen zurück. Wie ihr seht, sind wir mal wieder draußen im Wald. Die kalte Jahreszeit ist angebrochen. Leider ist der Schnee schon wieder weg. Aber das heißt, wir sind nicht drin vom warmen Ofen, sondern draußen. Und wir nehmen euch heute mit auf unsere Zweitagestour, eine Übernachtung. Und gucken mal, wie es wird. Viel Spaß. Wir haben jetzt tatsächlich mehrere Möglichkeiten. Ich hätte gesagt, wir könnten richtig, hat natürlich den Nachteil einer Freifläche. Wo ich auf jeden Fall hin wollte, ist... Wir sind jetzt schon an unserem ersten Zwischenstopp angekommen. Das ist ja so eine Art, ja, leicht erhöhter alter Beobachtungsposten. Da haben wir die Reste von so einem kleinen Schützenloch hier. Kurz mal die Schuhe wieder fest zuziehen. Schluck trinken, Kleinigkeit knabbern und dann geht's weiter im Gelände. Nee, der Jan hat tatsächlich gerade was gefunden und da sind wir ganz gespannt, weil das ist ein Luftballon mit einem Zettel dran. Ja, eine Nachricht von irgendeiner Hochzeit oder so ein Quatsch. Und wir werden mal gucken. Es sieht tatsächlich aus, als wäre der Zettel noch intakt. Hängt bestimmt auch noch nicht so lange hier. Man ist zwar ein bisschen nass, nicht mehr viel Luft drauf, aber der Zettel sieht noch gut aus. Hm. Willst du es mal in die Kamera zeigen? Fortuna hat mich bis jetzt vergessen. Es kann nur besser werden. Hoffentlich. 28.10.23. Es ist deutlich trauriger, als ich es erwartet hatte. Oh. Meine Grüße gehen raus an das Brautpaar. Dann die besten Glückwünsche gehen raus. Abonniert Urlaub Entertainment. Wir haben gerade mal was ganz Besonderes entdeckt, noch nie gesehen. Oh, das ist ja geil. Alter, wir warten mal noch auf die anderen. Oha, also so hatten wir es noch nie, oder? Nee, das ist schon besonders. Das ist, gigantisch. Das ist ja auch das ganze Ding. Gigantisch. Ja. Boah, Alter. Oh. Alter, Falter. Das ist krank. Gehen wir mal ran und gucken es uns mal an. Das gibt's doch nicht. So, das kann man. Alter. Kotzen Ende, Alter. Geil. Ganz schöner. Arschi. Oh. Ganz direkt auf, was er tut. Ganz schöner Prügel. Thank you.
Wir haben es jetzt 11:30 Uhr, haben schon ganz gut Strecke zurückgelegt, machen jetzt erstmal eine kleine Mittagspause hier an Ort und Stelle. Das ist schon gut, wenn man noch einen Ofen hat. Ja. Mhm. Kannst du aber zwei Züge machen. Und was gibt's bei dir, Willi? Köstliche Fertig-Asiette, Schweinegulasch mit Nudeln und roter Soße. Hier genau dasselbe. Genau. Hier gibt es Cevapcici. Köstlich. So, wir haben unsere Pause beendet und sind jetzt wieder auf dem Weg. Haben jetzt unsere Richtung geändert. Vorhin sind wir die ganze Zeit nach Osten gelaufen, jetzt laufen wir nach Süden. Auch schön. Kam tatsächlich mal die Sonne minimalst raus, direkt nicht nur etwas Wärme, sondern auch eine kleine Orientierungshilfe, weil jetzt ist gerade Mittag und wir müssen einfach nur Richtung Sonne laufen. Da müssen wir drüber. Wir haben jetzt verschiedene Optionen. Hose aus und durch, Hose anlassen und durch. Einen Baum suchen und drüber. Du musst mich werfen. Oh ja, hier für einen abenteuerlichen Kletterer wäre das durchaus machbar. Wir bewegen uns jetzt hier einfach ein Stück am Bach entlang und schauen einfach, ob es irgendwo eine Stelle für eine gute Überquerung gibt. Das war einfacher als gedacht. So, jetzt haben wir hier unseren Lagerplatz gefunden. Bauen uns alle ein bisschen auf. Ich habe schon super Buschkraft betrieben und mir diesen wunderschönen Sitz gebaut. Den habe ich nicht gebaut, den habe ich da hinten gefunden und bisher hergetragen. Ja, jetzt überlegt jeder, was er aufbaut und baut sich auf. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist schon relativ spät, wie es so üblich ist, sind die wenigsten wach. Und es geht dann hoffentlich doch bald los. Ich zeige euch mal das Lager. Ja, also ich befürchte,
dass wir hier tatsächlich noch 2 Stunden verbringen werden müssen. Einfach, weil sich alle noch im Schlummerland befinden. So, ihr habt ja schon gesehen, mittlerweile ist wieder hell, die Nacht ist vorbei. Jetzt wollte ich euch noch mal im Hellen zeigen, was wir gestern Schönes gebastelt haben. Ich habe mir nämlich hier mal einen Stuhl gebaut aus so einem großen Holzklotz. Den habe ich einfach irgendwo gefunden und habe ich einfach mit Paracord eine Lehne befestigt. Und tatsächlich funktioniert die relativ gut. Hätte ich gar nicht gedacht. Das ist das erste Mal, dass ich einen Stuhl mit Lehne gebaut habe. Und ihr habt auch was gebaut. Wir haben einfach 2 Dreibeine gebaut. Also 3 Stöcker zusammengebunden mit Paracord. Jeden einzelnen zusammengeknotet, dann nochmal alle umwickelt, dass man die so ein bisschen aufspreizen kann, wie sie jetzt dastehen. Unten die Erde ein bisschen ausgehoben, ein kleines Loch gemacht, die Stöcker reingesteckt, dass die einen festen Sitz haben. Das war übrigens im Nachgang, bevor wir das gemacht hatten, ist es schon einmal weggerutscht. Dann einen relativ stabilen Stamm draufgelegt und kann mich mal daneben setzen. Der hält gut und gern 2 Leute aus, auch mit ausgestreckten Füßen. Und wir können eigentlich mal einen Härtetest machen, ob es alle aushält. Komm mal her. Hier ist der. Ja. Hier. Oh. Aber es ist nicht zerbrochen. Ja. Es ist immer weiter eingesunken. Es ist einfach nur dem weichen Boden geschuldet. Top-Teil hält 5 erwachsene Männer aus. Wie man sieht, es hält. Sehr unkomplizierte Bautechnik und funktioniert. So, alle Ränzlein sind wieder geschnürt. Keine Spuren mehr hinterlassen, alles wieder beseitigt. Und jetzt geht's Richtung Westen weiter. Los! So, wir haben es geschafft. Wir haben die andere Seite erreicht. Oh, hier, direkt dunkler Gruselwald. Gut, wir haben das Risiko jetzt eingegangen, sind die große Freifläche jetzt sozusagen übersprungen. Hat soweit geklappt. Bis jetzt haben wir noch keine Hunde gehört. das ist natürlich Quatsch, war eine kleine Übung. Jetzt sind wir hier drüben und jetzt geht es weiter, wie gewohnt, durch dichte, dunkle Wälder. Stimmt, den können wir uns mal schnell hinbasteln. Ja. Helft mal mit. Ich muss den nochmal teilen. Mach ihn auch nochmal teilen. Wird auch noch bewegen. Ja, eigentlich. Okay. Zerteilt. Gut.
Aber geschafft. Ihr seht, mit einer kurzen Gruppenanstrengung ist sowas leicht und schnell trockenen Fußes zu überqueren. Die Alternative wäre jetzt wahrscheinlich gewesen, schnell Schuhe ausziehen, durchwarten und drüben wieder anziehen. Hätte aber natürlich deutlich länger gedauert. Was erzählen? Nee. Komm, mach mal. So. Also, wie ihr seht, hier ist ein Kram. Ich denke nicht, dass er sicher ist, Rico. Fast noch Schädel eingekloppt jetzt. Der ist hier sogar recht befestigt, das heißt hier mit Bahnschwellen und Betonelementen verstärkt. Ich gehe mal davon aus, dass das hier ein fester Kram ist, um den Stellungskampf zu üben. Weil hier hinten ist noch irgendwie so ein Geräteschuppen oder sowas. Den gucken wir uns natürlich auch gleich an. Hier ist das Stacheldrahtlager. Schön. Wir sind angekommen am Rande der Zivilisation, wieder mal. Wir haben jetzt noch ein kleines Stückchen bis zu unserem Ausgangspunkt, also wo wir geparkt haben. Die paar Meter machen wir jetzt noch ohne euch. Ansonsten war es ganz nett. Ich würde auch sagen, wir konnten unbekanntes Gelände erkunden, haben für uns die entsprechenden Ableitungen gezogen, vielleicht für ein nächstes Mal. Und vielleicht seht ihr das dann auch mal irgendwann. Hoffen wir, dass es euch ein bisschen gefallen hat, dass es euch unterhalten hat. Wir bedanken uns fürs Zuschauen, für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Au revoir.